Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wollten eigentlich Atomic Heart zocken, aber ich muss sagen, ich bin so angefixt von dem Hi-Fi Rush. Machen wir da erstmal weiter, ne? Los geht's. Genau da haben wir aufgehört. Vielleicht hänge ich hier noch ein bisschen rum. So, ich will aber erst nochmal kurz mit der Dame sprechen. Mal schauen, ob wir da irgendwie noch was erreichen können. Ein Erfolg oder irgendwas. Du hättest mich einfach zurücklassen können. Warum hilfst du mir? Außer um Achtbar zu helfen? Naja, was du mit der Security angestellt hast, war ziemlich beeindruckend. Du meinst, du hast Verwendung für mich? Naja, so würde ich das nicht sagen. Ich schon. Es ist etwas komplizierter. Hey, ist mir egal. Solange du mich von dieser Insel runterbringst, ist alles gut. Also, 808, ha? Hast du sie selbst gebaut? Sonst hätte ich einfach eine Spionagedrohne gebaut. Aber hey, niemand verdächtigt Katzen. Tatsächlich ist eine Roboterkatze hier noch auffälliger als eine Drohne. Ach, egal. Und immerhin leistet sie mir Gesellschaft. Es kann hier unten bestimmt ziemlich einsam werden. Bin ich gewohnt. Einsame Hackerin mit mysteriöser Vergangenheit. Überhaupt nicht klischeehaft oder so. Faulpelz, der endlich mal glänzen kann? Das könnte ich genauso über dich sagen. Eins noch. Ganz schön asketisch hier. Bist du allergisch gegen Deko? Ich konzentriere mich gern aufs Allernötigste. Ach, komm schon, du könntest Poster haben oder eine Anlage. Ein Schlagzeug in der Ecke. Du könntest hier eine richtige Bude haben. Das ist eine Organisation, kein Club. Das ist kein Grund. Dann überlasse ich das Feng Shui einfach dir. Okay. Springen wir ins nächste Level. Ja, das Spiel soll auch wohl nur so um die 8 Stunden gehen. Das heißt, wenn wir das zügig durchballern, können wir mit dem Atomic Heart anfangen. Ich hatte es ja angespielt schon, ne? Und es ist schon anspruchsvoll und ich denke, man muss da hinten dran bleiben. Das heißt, bevor wir da jetzt einen Mischmasch machen, einmal das Spiel, machen wir eins nach dem anderen. Okay, ich bin und soweit, Peppermint. Dann kommen wir da nicht in die Bredouille. Okay, schau dir das an. Missionsbericht. So, dieses Spectra-Programm ist, wie gesagt, top secret. Und nur die hohen Tiere im Unternehmen wissen davon. Warum denn so besorgt? Spectra könnte alles sein. Sagen wir mal, ein Insider hat mir einen heißen Tipp gegeben. Ja, na klar doch. Jedenfalls, wir gehen wieder hoch in die Produktion. Mit meinen Skills und deinen Kräften brechen wir bei der Produktionsleitung ein. Das ist Wrecker. Bei unserem Glück räumt wohl gerade dein Chaos in der QA auf und wird nicht da sein. Wir hacken ihren Rechner, stehlen die Spectra-Akten und verduften. Cool, cool. Ich habe nicht zugehört, aber das klingt super easy. Okay. Mhm. Während du weg bist, verbinde ich mich über 808 mit deiner Tech. Vielleicht finde ich neue Tricks für dich. Was? Du kommst nicht mit? Auf so eine gefährliche Mission? Ich bin doch nicht bescheuert. Mach du mal ruhig. Okay. Moment. Wen meinst du mit dumm? Ich bin hier, Baby. Mit wem redest du? Hä? Geh einfach in Wreckers Büro. Du siehst es da oben. Echt weit oben? Du musst zwar durchs Hauptgebäude der Produktion, aber ich lenke dich. Versuch bitte nicht aufzufallen. Komm, 808. Jetzt wird's lustig. Ganz kurz. Alles klar. So. Die können wir nicht kaputt machen, ne? Nein. Sonst wie irgendwas? Nö. Auf geht's. Also ich mache hier nicht den Erfolgsgeier. Wer mich kennt, weiß das ja. Aber was man mitnehmen kann, das nehmen wir mit, ne? Ich habe gesehen, dass das Spiel hat 64 Erfolge. Also ich werde den Teufel tun, da
mir einen abzurackern. Was easy mitzunehmen ist, an Erfolgen nehmen wir mit. Ansonsten mache ich da nicht so ein auf Teufel komm raus. Unfassbar, dass du da was zu trinken rausgeholt hast. Wenn du den Automaten genau an der richtigen Stelle triffst, frisst er deine Credits nicht. Lass dir das von einem Meister gesagt sein. Na, das wollen wir doch mal testen, ne? Mal kurz. So. Ha! Warum springt er da hoch? So. Warte jetzt. Ja, ne. Muss man ja ausprobieren, ne, wenn man es nicht weiß. Lesen wir nicht. Wer es lesen möchte, kann das Spiel gerne selbst spielen. Ich muss sogar da hoch, hm? Oder nicht? Nee, eher nicht. So ein Moment, wo man denkt, man hätte es lesen sollen. Ich finde immer einen Wurf, bla 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 bla. Ich glaube nicht. Gut. Ah. Ich dachte, da wäre zu. Anscheinend wirklich nur die Kisten mit dem Streifen, die man kaputt machen kann. Dann ist das ja nicht so kompliziert. Checken. Hey, da ist Kay! Und das ist... wie heißt sie gleich? Die alte Chefin von Vandelay. Roxanne Vandelay? Echt jetzt, Chai? Sie hat das Unternehmen aus dem Nichts aufgebaut. Lies doch mal ein Buch. Grund so zu schreiben. Oh, pass einfach ein bisschen auf. Ich pass immer auf. Hey, ho, let's go. Kann man dann Regen Schabernack treiben? Träumen wir auch keinen Schabernack. Kann vielleicht sein, dass da hinter den Stapeln was versteckt ist, ne? Ja. Alles klar. Ja, ist so eine Angewohnheit bei mir. Ich muss immer überall gucken und machen und tun. Sprich, wenn die hier von ungefähr 8 Stunden Gameplay sprechen, kann man bei mir schon mal von locker 10 Stunden ausgehen. Ich immer am Gucken und Suchen und Machen bin. So ein Loot-Geier. Ach, wart, ist doch nichts dabei. Zerfetzt. Super. So viel zu unauffällig. Aber so macht es mehr Super Spaß. Ball. Und solange Wrecker uns nicht findet... Achtung! Hier spricht Wrecker! Dieser Defekt wurde in meinem Gebäude gesichtet!
Ich hoffe, ihr passt ihr Security-Deppen, kriegt ihn nicht, damit ich ihn selbst in Stücke reißen kann. Oh, klingt pikant. Meintest du nicht, sie wäre nicht pikant? Meintest du nicht, das hier wäre lustiger? Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen heute, ne? Ich bin mir nicht sicher, warum. Aber gestern war geil. Gestern in unserem lokalen Park hier gegangen. Liegestühle dabei gehabt und dann den ganzen Tag in der Sonne gesessen. Das war fantastisch. Hat so gut getan. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Mal hier lang. Das war richtig schön, ne? 12.000 Schritte bin ich gelaufen. Das ist für meine Verhältnisse ziemlich viel. Warum geben Sie mir so unrealistische Ziele vor? Ich soll diese riesigen Kisten heben mit diesen winzigen Händen. Ich bin zum Verpacken gebaut, nicht zum schweren Heben. Feuern Sie etwa? Oh nein, Sie feuern mich. Ich dir helfen, mein Junge. Oder kann man da hochspringen? Da ist nichts zu sehen. Wildnis auch nichts. Gut, auf geht's. Yeah. Guck das an. Guck doch lieber darüber. Yay. Das Dicko. Elektro-Hall-Kernteil. Ein defekter Teil des Warum versuche ich es eigentlich? Ich weiß doch genau, dass es so schnell geht. Geht doch. Hier ist eine Menge los. Gut. Hier was versteckt. Es scheint auch nicht üblich zu sein. War jetzt nicht einmal was dabei. So, wenn wir erstmal da oben gucken. Bevor wir da runter gehen. Alarm. Mist, bla 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 bla. Sieht nicht interessant aus. Very good. Oh, hier, Automat. Warum springt er immer? Sieht aber verdächtig aus. Ne, ist nix. Ach guck mal, da hätte ich vielleicht doch erstmal runtergehen sollen. Das sind nämlich nur Zahnräder. Ich dachte, da geht's vielleicht weiter. Aber dem ist nicht so. Was war das für ein Aussetzer? Gott, ich hoffe, ich muss da nicht rumspringen wie ein Biss. Hab's ja nicht so mit der feinen Mechanik. Aber gut.
Mal gucken, ob da irgendwo was versteckt ist. Nee. Du musst jetzt ganz stark sein. Den Sprung schaffst du nicht. Vorschläge? 808 verbindet mich mit deinem Arm. Er ist magnetisch, oder? Aha. Du solltest an diesem Punkt andocken können. Okay. Wow, das ist irre. Cool. Das ist cool. Ist ja auch solche Sachen, würde ich dann wieder vergessen, wenn wir jetzt dann ein anderes Spiel zwischendurch spielen. Von daher ist es schon ganz vernünftig. Haben wir es gesehen? Die Tonnen kann man auch kaputt machen. Gut. War noch was? Nee. Nee. Weiter geht's. Haben wir hier? Nix. Jo. Das, wenn ich da runter gehe, komme ich wieder hoch. Easy. Ach, können wir nachher einkaufen. Bitte beachten, offenbar sollen wir Ausschau halten nach einem Musiker-Kämpfer-Eindringling. Hey, Chai, mit dem Magneten kannst du dich Gegnern nähern. Ah, das ist ja auch cool. Hey, jawohl. Ninjago. Ruhig, Brauner. Na? Oh, lebt noch. Wow. Chai, such wenigstens nach einem Umweg. Nun, es scheint ein Pfad nach oben zu führen. Oh, was haben wir denn da? Ein Magazin? Gitarrenritt kann jetzt im Laden gekauft werden. Okay. So. Bleibt ihr? Sieht ganz so aus. Ach, guck mal hier. Jetzt. Wo geht's weiter? Ha, das war ein Sprung, ne? Auch. Ja! Ah. Oh, gut zu wissen. Macht die alle kaputt jetzt. Ab jetzt. Hallo. Stehen bleiben.
Ja, da werde ich jetzt noch nicht durchkommen. Vielleicht später mit einem Upgrade. Oh Gott, Alter. Wie komme ich da wieder? So, hier. Ja. Wunderbar. Oh. Wow, das ist ziemlich gut. Das würde im Unterschlupf ultra aussehen. Mitnehmen. Graffiti. Oh nein. Ah, hat nicht gereicht. Aber gut. Könnte aber? Nein. Oh, Hallöchen. Ich spüre eine besondere Anziehung zwischen uns. Ja, was ist es diesmal? Dein Magnet. Der bringt dich schnell überall hin. Und er dockt ganz leicht an Vandelays Sicherheitsroboter an. Willst du schnell zu einem Gegner? Dann nutze den Magneten. Irgendwie habe ich Muskelkater, ich weiß noch nicht warum. Und wenn du einen Gegner in die Luft geschleudert hast, dann zieht dich der Magnet zu ihm hinauf. Das nenne ich Technik, die begeistert. Alter, dieser Arm dient zum Aufschlagen. Slogan geklaut. Danach sieht er für mich nicht aus. Okay. Die hätte ich aber schon gern, ne? Ach komm, man kann auf das Regal. Versuch macht klug. Ah, ne, okay. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Push. Ah. Oh, muss ich da dann weiterspringen? Mal kurz checken. Sieht fast so aus. Okay. Genau das wollte ich wissen. Ja, das ist wohl nie was drin. Kales Statuen. Es ist alles Gold, was glänzt. Greife Kales Statuen an, um Zahnräder zu erhalten. Je mehr Angriffe mit perfektem Timing. Okay. Ja. Alles meins.
was versteckt? Nee. Kämpfen. Immer schön im Takt bleiben. Weiter, dann gehen wir erstmal hier ein bisschen schnüffeln. Ja. Sammelt man 4 Teile ein, lassen diese sich zu einer kompletten. Wir schaffen es noch. Irgendwann schaffen wir es noch. Weiter. Halt, erstmal gucken. Sichere Tod. Dann rüber. Hallöchen, Shai. Hi. Wow, wie hast du das gemacht? Ich dachte, du brauchst vielleicht Hilfe hier draußen. Ich habe die Terminals gehackt und kann dir von hier aus Upgrades schicken. Hammer. Ich hammer. Cool. Cool. Diese Kombis, die man nicht merken kann, die man höchstens durch Glück erwischt. Lass mal gucken. Dann wird... Yo. Ah, den Overdrive Slash haben wir noch gar nicht ausprobiert, ne? Mal hier, Lebenskern. Das ist eigentlich ganz gut. Das ist auch gut. Löschen wir den. Das kann man sich nicht leisten. Ja, ein neumodischer Elektrokern von Wendeley, der auf Vakuumröhren fußt. Verpasst einen Schock und bla bla bla. Kennen wir ja. Jo, dann gehen wir mal ein bisschen shoppen. Reicht schon. Oh. Sind die ganzen Terminatoren T-800 oder so wie die aussehen, T-500 vielleicht. Da fehlen noch die Muckis. Also Peppermint, diese Spektrum-Sache, was hat's damit auf sich? Spectra. Man hat mir einen Code zugespielt, der vermuten lässt, dass es eine KI ist, die in allen Roboterteilen von Wendeleys Projekten Armstrong schlummert. Und was besorgt dich dabei? Meine Quelle sagt, Wendeley hätte noch nie ein Projekt so unter Verschluss gehalten. Da schrillen jede Menge Alarmglocken. Was? Du lässt mich einem Bauchgefühl aus dem Darknet nachjagen? Ich glaube meinen Quellen. Du klingst noch ominöser als Wendeley! Oh, Chai, also... Weißt du was?
Ist mir egal. Ich bin hier nach Ist Ewen. Mir egal. Jetzt sind wir doch 3350. Damit können wir noch nicht einkaufen. Jetzt waren das 5000. War der erste Kombo, ne? Irgendwie so was. Ah, hier. Mitnehmen. Gut. Dann gehen wir mal da hoch. Ganz schön bunt das Ganze, ne? Glaube ich, locker mal was übersehen. Durch. Und dann habe ich Wrecker alles beigebracht, was sie über Produktion weiß. Deine Geschichten sind doch nur Lügen. Pah, was weißt du schon? Du putzt ja nur den Boden. Hey, ich arbeite hier. Mehr Lügen. Oh, ich will euch alle töten. Au. Au. Bin ich? Nein, die Kleine auch nicht. Gut. Was? Sonst ist hier nichts? Gar nichts. Ne, Dan? Oh, nee. Aber wenn das jetzt schon so anfängt mit solchen Plattformen, dann wird das später bestimmt um einiges schwerer. Was mich schon wieder glauben lässt, dass ich das vielleicht nicht so ganz packen werde. Guck mal da oben. Und da oben. Und überhaupt. Ah, da kommen wir nicht. Doch, da kommen wir auch. Aber wie kann man da... Oh, guck mal. Ah, doch, das geht. Oh. Oh Gott. Oh. Ja. Das riecht nach mir. Knapp. Aber kriegen wir hin. So, natürlich muss ich das nochmal versuchen da oben, ne? Aber hey. Guck mal hier, da kann man doch drauf springen, ohne runterzufallen. Theoretisch. Nee. Will nicht. Gibt es bestimmt noch ein Item-Update, wo man mit der Katze rumrennen kann. Weil, oh fuck. Weil in dem Shop kann man ja auch jemand anders auswählen als ihn. Ne, ist noch nicht freigeschaltet, aber es geht. Kann ich mir vorstellen, dass er wahrscheinlich mit der Katze hier Arbeitsteilung macht. Oh, das sieht doch Spaß aus. Jump. Yeah, baby. Gut gejumpt. Gucken. Oh. Die alle gesehen da oben. Heile nein.
Hey. Ich hau ihn. Warum ist ein Ding nicht fertig, Ready? Das muss doch gehen. Nee. Ist doch voll da oben. Das Orange, ne? Hehehe. Ist das Orangen jetzt wieder leer? Ich konnte es doch gar nicht benutzen. Verstehe ich nicht ganz. Aber gut. Eigentlich offensichtlich, aber nicht unter den Pressen durchlaufen, wenn sie in Betrieb sind. Kaum zu fassen, dass ich das erwähnen muss. Rein. Hä? Ah. Nach oben. Oh, hier. Große Kiste. Große Kiste. Oh, weiter, weiter. Ja, ja, ja. Ist natürlich nichts. Puh. Jump. Ja, gerade genau die Mitte. Nichts. Wunderbar. Da kommt er. Zack. Gute Wertung, würde ich mal behaupten. Gut, gut, gut. Aber mit dem Feuer wissen wir immer noch nicht. Das kommt bestimmt später auch die... Wahrscheinlich kann das dann die Katze später, würde ich mal behaupten. Oder wir kriegen irgendwas, wo wir das Ding hacken können. Das wird sich zeigen. Da will ich rein. Oh Gott. Mal gucken, wo ich looten kann. Nirgendwo. Ah. Oh. Muss da jetzt genau so ein Bottich stehen, wo ich da vorbei will. Looten ist da nichts, ne. Was? Ah, ist nicht viel zu holen, ne, im Spiel. Naja. Kaum zu übersehen, wie sehr Mimosa Corsica hasst.
Ja, jede Abteilung außer der Security, in ihrer Armstrong-E-Mail zu gratulieren. Wie eine elektronische Ohrfeige. Oh, hier, gut schon. Oh, große Medizin. Ach ja, die Tonnen, die habe ich ganz vergessen. Nee. Die ist zu. So. Und dreimal. Ja, hallo? Jetzt. Ah, das war... Uff. Da bist du, du kleiner Wurst. Das allsehende Auge. Du bist eingesperrt und wirst eingestampft. Jojo. So nicht. Bam. Ist doch kinderleicht. Und? Oh, aber jetzt komm hier. Das hat geknallt. Gut, gut, gut. Peppermint, jetzt kommst du ins Spiel. Warum ist offen? Oder hast du irgendwas gemacht? Nö. Alarm. Noch nicht so sicher, ob die. Siehst du die Tür? Ich kann vielleicht die Sicherung umgehen. Wird eine heftige Route. Jede Menge Treppen. Weißt du was? Ich mag Aufregung. Das sieht nach einer Menge Spaß aus. Genau. So, ich bin mir nicht sicher, ob die Zahnräder immer zu mir geflogen kommen, wenn ich jemand kaputt mache. Oder ob ich dafür in der Nähe sein muss. Deswegen gucke ich da immer ein bisschen. Mal kurz gucken. Irgendwas versteckt? Nö. Na dann, Achterbahn. Kommen Sie rein, kommen Sie ran. Wer will noch nicht? Wer hat noch mal? Und, ja, hallo? Hallo? Ah. So, gib ihm. Hui. Ruhig. Okay. Ich weiß nicht mal, wohin die Schiene führt. Chill mal. Das krieg ich raus. Ach ja? Sieh mal nach vorne.
Wow, wow, wow. Ja, das läuft doch easy. Wer damals Hugo gespielt hat, der kann das. Oder Sat1 Superball. Die Cutscenes sind immer in 30 Hertz, ne? Tatsächlich in der Nähe von Wreckers Büro. Ich hab doch gesagt, dass das klappt. Ich habe bei dieser Arbeit schon wirklich alles gesehen. Und ich muss sagen, ich bin beeindruckt, dass du noch lebst, Junge. Hm. Einen Moment da. Vollbabor. Töten. Ich bin nicht dein Fall. Das Loch in der Scheibe da oben. Aber nix, ne. Okay. Oder gehen Sie weiter? Es gibt hier nichts zu sehen. Hallo. Was ist das? Elektrische Barrieren? Och, Leute. Ich dachte, Leute. Das hier ist nützlich. Bereit, Chai? Bereit für was? Aha. Schieß auf Peppermint mit Objekten, um diese zu zerstören oder zu aktivieren. Rufe Peppermint durch gedrückt halten von RT und lasse sie das Ziel anvisieren. Okay. Peppermint! Yeah! Yeah! Wow! Wie hast du... Nur ein bisschen temporale Verschiebung. Kompliziert. Nicht dein Thema, aber eines von 808s versteckten Features. Du hättest die ganze Zeit über hier sein können? Ich dachte, du brauchst mich nicht, Mr. Ego. Ja, komm hier, lass mal testen. Es kommt zu mir geflogen. Schnell weg, schnell weg. Kommt. Okay. Dann ist das ja auch mal geklärt. Okay. Sieht doch ganz gut aus. Sieht aus, als wäre der Sprung schaffbar. Aber der Schalter da. Lass mich raten. Yep, ruf mich rein. Ich kann das für dich aktivieren. Boah, du klingst wie ein Tutorial zu einem Videospiel. Wie kann das denn sein? Ja, hallo, ich drück doch. So. Halte mit der Kamera RS Peppermint Ziel an, während du RT gedrückt hast. Okay. Sobald du dein Ziel anvisiert hast, lasse Ding los. Ja, das kennen wir jetzt auch schon. Na los, Peppermint! Versuch's hiermit! Schieß! Naja.
Hier ist schon mal nichts. Oh, weg ist er. Hallo? Okay. Ich dachte, die springen da vorbei. So. Ja, die Dinger kann man ja nicht kaputt machen. Und schon wieder die Lady. Komm schon! Ja. Achso. Mach sie platt! Okay. Yeah. Das wäre auf der anderen Seite gewesen. Nichts. Gut. Versuch mal hiermit. Yeah. Oh. Heide nei. Ich sollte vorher gucken, wo ich hin muss, bevor ich da so rumspringe. Aber trotzdem cool. Gefällt mir so. Da hat wohl jemand ein Upgrade bekommen. Mm. Ich bin am Zug. Ich kann diese Barrieren überlasten, weißt du? Ruf mich einfach. Peppermint. Ja, alles selbsterklärend. Peppermint, du bist dran. Wieso geht der Special Move nicht? Na klar, ich war ja da. Genau so habe ich es erwartet. Oh. Nee. Okay. Weiter geht's. Fall. Wie komisch. Die ist auf keiner Karte. Aber mir kommt es nicht so vor, als wäre sie gerade wichtig. Wir sehen sie uns später an. Na gut. Peppermint, na komm! Versuch's hiermit! Peppermint! Komm schon! Ah. Schade. Ja,
Und du, Kühlschrank? Nach Analyse deiner Fähigkeiten scheint es, dass jemand dein Können verändert hat. Hast du Nebenwirkungen verspürt, so als würde jemand plötzlich neben dir auftauchen? Ja, also, das ist Peppermint. Das scheint sehr nützlich zu sein. Du kannst diese Peppermint in den Kampf rufen, um mit Kombos oder Ablenkung zu helfen. Diese seltsame Lebensform kann anscheinend sogar Gegner länger in der Luft halten. Dein Kampf steckt voller Möglichkeiten. Ja, aber es ist ziemlich viel auf einmal. Das sehe ich. Es verlangt dir scheinbar viel ab. Du musst kurz warten, bevor du die Lebensform in den Kampf zurückholst. Pass auf dich auf. Trink genug und achte auf die Partneranzeige, um zu wissen, wann du bereit bist. Ja, trink genug. Ich habe viel zu wenig getrunken heute. Wie jeden Tag. Aber ist ja nicht so wild. So, weiter geht's. Weiter. Ha! Ich denke nie an die Tonnen. Waren da welche? Nee, ne? Sagen wir mal nein. Oh. Ich dachte gerade, die gehen wieder runter. Hätte ich ja mächtig Glück gehabt. Aber ja. Egal, was ich spiele, ich sag mal, 40% davon ist immer Glück. Nicht können. Haha. Das Ding schon wieder? Ruf mich oder nutz deinen Magneten, um ranzukommen. Stimmt, Magneten. Jawohl. Noch mehr. Zerfetzt. Gut. Es geht voran. Was versteckt? Nee. Nasing. Ja. Wieder nicht guck, wo ich hin muss. Ja, darüber sag ich mal, ne? Okay. Oh! Blöde Kuh! Ja. Ah! Das war knapp. Erwartet. Du. Feuer ist bäh. Feuer macht Aua. Ja, bitte. Jo, bitte. Ein Kühlschrank.
Ich glaube, da kommt mehr raus, ne? Mit den normalen Schlägen. Shopping. Ja, da müssen wir mal gucken. Den habe ich doch aktiviert. Ja. Vier Stück braucht man dafür. Okay, wir gehen mal ein bisschen. Aha. Du kannst jetzt zusätzliche Techniken für deine Verbündeten im Kampf kaufen. Peppermints. Sonst noch niemand. Ja. Komm, wir kaufen hier mal ein. Das kriegen wir dann schon irgendwie hin. Mit den Kombos merken. Einfach mitnehmen. Oh, ich hab ein neues Feld da oben. Ist mir egal. War da jetzt schon lang kein Graffiti mehr oder ist einfach nicht gesehen, weil ich wieder nicht drauf geachtet habe. So eine Sache, ne? Ah, guck mal, ich hab da nur noch drei Orangene. Warum? Warum? Und irgendwas machen? Nein. Kein Wunder, dass es mit dem Power kurz nicht geht. Zurück komme ich jetzt aber auch nicht mehr. Eieiei. Das muss man dann wahrscheinlich auch noch erweitern. Oder so. Peppermint, du bist dran. Auf geht's. Dann los, Peppermint. Versuch's hiermit. Versuch mal hiermit. Dein Teamschein. Eieiei. Teamwork. Hurra. Es geht aber doch besser wie gedacht, ne? Ich dachte nämlich, das wird sehr kompliziert, aber bis jetzt geht's. Bist du stehen, Digga? So, was jetzt denn gern? Ja, Leute. Moment. Nochmal. Geht doch. It's Exhibit. Ich schätze, dein ganzer unbemerkt in Wreckers Büro einbrechen Plan ist dahin. Ja, dank dir. Hey, wer macht denn hier die ganze Schwerstarbeit? Oh, es wäre nicht so schwer, wenn du gleich auf mich gehört hättest.
Max, Tonne. Kannst du die Tonne kloppen? An alle Angestellten, die noch nicht an der Lotterie für das Armstrong Festival teilgenommen haben, jetzt ist die Gelegenheit. Diese Show wollt ihr nicht verpassen. Diese Tauben sind die Ursache meiner Unzufriedenheit. Ich wünsche Unterstützung bei ihrer Beseitigung aus meinem Reinigungsareal. Kannst du da helfen, Peppermint? Ja, ballern wir ab. Auf geht's! Komm schon! Ha! Tauben aufgescheucht, 1 von 3. Na, siehst du. Die Tauben sind zu weit weg. Es ist Distanzfeuerkraft vonnöten. Sind da etwa noch mehr? In diesem Bereich. Nö. Lüger. Ach, da oben. Peppermint! Ja, bitte? So, und wo ist Set Nummer 3? Wo seid ihr? Guru, Guru. Oh, schade. Ah, gut. Wo sind die Tauben? Ich würde ja mal rufen, aber die hören mich ja eh nicht. Wo sind sie? Wo sind sie? Was fuchst mich dann, ne? Nach den ersten Tauben dachte ich, dass die irgendwo im Level verteilt sind. Ah, hier. 3 weiße Tauben. Du bist dran. Die scheißen mich zu. Auf geht's. Brauchst du Hilfe? Ja, hallo? Einfach so. Ach, bin ich nett. Dann wieder zurück zu dem kleinen Roboter, dem ich so lieb geholfen habe und danach töten werde. I'm a bad boy. Die Tauben sind zu weit weg. Es ist Distanzfeuerkraft. Alter! Bist du doof? Achso, der hat ja auch nichts angezeigt, ne? Wenn ich mal so drüber nachdenke. Und ich will. Ah! Oh, wie? Okay, dann sind noch irgendwo Tauben, die sich versteckt haben. Aber wo? Ich sehe nämlich nichts. Ja, die Tauben sind weg, die kamen nicht zurück. Dann hat er mit Distanzwaffe wahrscheinlich gemeint, dass sie doch irgendwo anders sind. Dann gehen wir aber mal weiter.
Oder ich töte ihn einfach. Nein. Oh, haben wir hier vielleicht. Oder da. Oder dort. Hüben wie drüben. Nö. Nichts. Also, wenn wir Tauben sehen, töten wir die Tauben. Ja, ich glaube, da müssen wir gucken, dass wir den Winkel hinkriegen. So. Läuft, läuft, läuft. Oh, kommt her. Das. Nun zu euch. Ja, da war wirklich nicht gut. Nicht so gelaufen, wie erhofft. Die Zahnräder kommen. Ist gut. So, ab in die Mitte. Und los. Jetzt. Gut, gut, gut. Ja. Also, da wären wir. Bleib einfach cool. Ich bin cool. Cool Cat. Wird versteckt. Hallo? Aktuelle Wartezeit für einen Termin bei Wrecker? 3 Monate. Du darfst... Hey, das ist unhöflich. Das solltest du lassen. Na Junge, hast du Angst? Dann töte ich erstmal die anderen. Oh, ein Graffiti. Noch so ein Teil. Fetzig. Fetzig. Aber wer stellt die her? Ein Graffiti-Künstler. Was ist hier? Erstmal nichts. So. Was ist mit dir, Junge? Ich weiß, dass mich das in Schwierigkeiten bringt, aber ich glaube, das ist die Liebe meines Lebens. Oh, unerwiderte Liebe. Unser Arbeitsvertrag verbietet das. Mhm. Ich darf nicht schwach wirken. Ich muss sie beeindrucken. Dann beeindruck sie. Wer auch immer sie ist. So. Die kleine Maus hier. Mit Bulle.
vielleicht. Größer, stärker. Ist das Werbung für Wrecker oder Motivation für uns? Ich versuche hier einen besseren Arbeitsplatz zu schaffen. Und du gibst hier so an. Ist das ein HR-Thema? Schon klar, dass du das nicht erkennst. Meinst du, das ermutigt sie? Nein, das ist nur eine Erinnerung. Ihr habt es nicht drauf. Die Arbeiter hier müssen das wissen. Sie kommen nie aus der Grube raus, die sie sich gegraben haben. Die Welt ist krank. Dunkel. Traurig. Aber wir sollen doch helfen. Helfen? Ha! Wir verschleiern nur die Wirklichkeit mit der Illusion von Mitgefühl. Wir können nichts ändern. Alle Welt spielt mit gezinkten Karten. Das Plakat bleibt. Es sagt die Wahrheit. So. Dann mache ich da irgendwie... Leg die Beschwerden in den Posteingang. Oder wie ich ihn nenne, den Müllschlucker. Wie willst du jemanden beeindrucken, ne? Kollege. Na egal, komm. Bin nur weit da. Oh, Endboss. Ziemlich ruhig. Echt gar nicht verdächtig. Und hier ist sie. Ihr werdet gern erfolgreich? Ihr werdet gern produktiv? Dann seid vor allem aggressiv! Und wenn ein defekter Punk wie du hier einfach rausrennen will, bettelst du ja quasi drum! Worum genau bettel ich? Kommst du mir frech oder was? Jetzt reicht's! Schluss mit den Samthandschuhen! Oh oh. Ja, offensichtlich. Ein Terminator. Was war dein Plan hier für Peppermint? Keine Ahnung. Kämpfen? Doppelt bekannt. Nee, ich bezahl dich doch überhaupt nicht. Hey, ich bin der Star der Show. Also packen wir es jetzt mal an. Komm schon. Come on, baby. Come over here. Hey. Stufe 1. Nicht übel! Für einen Defekt! Oh oh. Ja, ja, geh doch da weg. Ach du Scheiße. Alles klar? Ja, geh doch weg.
Haha, der war gut, oder? Komm. Unaufhaltsam. Komm, probier's. Oh. Du ruinierst nicht den Ruf dieser Firma. Du kommst raus. In den Müll. So benimmt sich aber keine Lady. Hä? Ach so. Hey. Lass mich dich schlagen. Lass doch los. Okay. Naja. Nee, nee, nee. Ah. Hey. Ja, komm. Erledigt. Du bist angezählt, Big Boss. Glaubst du, ich verliere gegen einen Punk wie dich? Ja, das klingt schon ganz richtig. Schlüsselkarte. Cool. Gut gemacht, Shai. Wow, komplett irre. Tja, das ist doch unsere KI. Das ist ein Bildschirmschoner, Shai. Verbindet sich mit Wahrnehmung und Verstand der Nutzer? So erhält Wendeley direkten Zugriff auf den Verstand der Leute. Oh. Oh. Dass das Ding aufhört. Ich versuche mich hier zu konzentrieren. Was hast du jetzt gemacht? Es sollte doch aus, oder? Hat sie gesagt, ja.
Bitte sag mir, dass du dich um den Defekt gekümmert. Was zum Geier habe ich da vor mir? Ich heiße Chai, nicht Defekt. Wo ist Wrecker? Oh, noch nicht gehört? Such lieber nach einer neuen Produktionsleitung. Soll das etwa ein Witz sein? Oh, ein richtig spannendes Meeting. Ich einen neuen Termin machen? Sanso, ich glaube, du bist gemutet. Ich wollte nur sagen... Koshika, schick deine Leute sofort in die Produktion. Oh, ja, sofort, Sir. Ja. Nur zu, schickt wen immer ihr wollt. Seht ihr? Peppermint und ich schlagen euch mit eurer eigenen Tech. Peppermint? Und falls das noch nicht reicht, seht mal meinen Arm. Ich kann eine Gitarre machen und... Du Dumpfbacke, los jetzt! Zack. Sahnehäubchen. Ja. 53% gutes Timing, nur. Ja, gut. Ich drücke gerne und zu oft die Knöpfchen. Nicht mal eine Entschuldigung, Chai? Dafür, dass ich es geschafft habe? Bist du so behämmert? Jetzt kennen sie mich! Sie wissen, dass du Hilfe hast! Und? Oh, so viel zur Geheimhaltung! Ich muss den ganzen Plan überdenken! Es gab einen Plan? Was? Okay, also vielleicht war ich auf dem Powertrip. Sorry. Aber du hast deine Daten, oder? Spectra? Die Daten, die sagen, dass Wendeley unseren Verstand kontrolliert? Ich hab nicht zugehört. Sieh es dir einfach an. Look at this. Hey, wow, was willst du? Es synkt sich mit Armstrong-Interfaces. Versuch's an dir selbst. Es ist keine Armstrong-Tech. Mein Arm ist voll dreckig. Armstrong. Ja, es geht nicht mehr ab. Mit nur einem einfachen Befehl. Meinst du nicht, dass du voll recht hattest und ich ein sturer Loser bin? Und Peppermint ist viel cooler als ich. Yo, was zum... Noch Zweifel? Aber das war nur erzwungen. Könnte Wendeley das nicht für, keine Ahnung, die Forschung entwickelt haben? Und du, Dumpfbacke, findest das nicht verdächtig. Punkt ist, sie können es und ich muss das aufhalten. Ja, dann viel Glück dabei. Schei. Aber ich weiß nicht, wie ich von dieser Insel wegkomme und ich sehe das Chaos ein bisschen als meine Schuld. Supi, du bist hiermit Mitglied meiner Organisation. Cool, cool. Unser schräges Indie-Trio. Hey, Chai, bevor du losgehst, will ich dir was zeigen, woran ich gearbeitet habe. Was jetzt? Aber dies ist eine andere Geschichte. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Bye, bye.